Was für zaudige Animation, wo. Oh mein. Okay, oh mein Gott. Digga, da. Ich komme gar nicht klar. Yo, what's up, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben letztens zusammen uns die lustigsten Animationen auf der ganzen Welt angeschaut, aber heute machen wir das komplette Gegenteil. Wow. Ihr kennt mich, ich bin immer gut drauf und deswegen haben sehr viele von euch gesagt, yo Marki, schau doch mal die traurigsten Animationen auf der ganzen Welt an und das werden wir heute machen, deswegen haltet euch fest, heute machen wir die Versuche nicht zu weinen Challenge. Und Leute, ich habe einen kleinen Tipp, wie ihr immer happy seid, wie ihr immer gute Laune habt, immer lachen müsst und nie weinen müsst, nie traurig seid. Ihr müsst jetzt einfach unter mir steht abonnieren, wenn das noch rot leuchtet, müsst ihr das jetzt drücken. Wenn ihr es gedrückt habt und diesen Kanal kostenlos abonniert habt, dann habt ihr immer gute Laune, ich sorge dafür, ja. Bin immer für euch da, Leute, wenn ihr traurig seid, ich bin da, schlagt einen High Five. Leute, High Five bitte. Kosmos abonnieren, ihr habt immer gute Laune. Let's go, ab mit der ersten zauligen Animation. Jetzt bin ich mal gespannt, Ladies and Gentlemen. Diese Animation heißt Safe Place, also der sichere Ort sozusagen. Wir haben hier ein bisschen Lego. Ja, Bruder, geil, geil, okay. Ja, habe ich auch als Kind gespielt. Beste, Mann, Leute, beste. Ein paar Puppen, die rumstehen, ein paar Figuren, die rumstehen. Und wir haben da, glaube ich, ein kleines Kind. Yo, das Kind spielt mit der Figur. Alles klar, Pirat ist da. Okay. Superman ist auch am Start. Bruder, bei dem läuft ja, Alter, Lackschuh. Er wirft die Puppen erstmal durchs Zimmer. Bruder, die arme Puppe, Alter. Kannst du doch nicht machen. Der sieht aber sehr traurig aus. Was passiert jetzt? So. Er schaut Superman an. Man hat irgendeine Tür gehört. Und sieht jetzt im Gang seinen... Oh mein Gott, nein. Digga, Mann, das ist sein Dad und... Oder ist das sein Dad? Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht aus wie ein Alkoholiker. Und das ist, glaube ich, sein Vater und er hat absolut Angst vor seinem Dad. Der Dad sieht böse aus, der Dad schmeißt die Flasche hin. Das Kind versucht, sich im Zimmer, glaube ich, einzusperren. Der Vater wird richtig mad. Oh nein, hör mir auf, Bruder. Hör doch auf mit sowas, Digga. Digga, was ein Untermensch. Was ein Untermensch, Bruder. Kleiner Dings, Alter, ich beschütze dich. Kleiner Jimmy, Alter. Nein, kleiner Jimmy, ich beschütze dich. Ich habe auch einen Gürtel. Kleiner Jimmy, ich beschütze dich. Komm her, Vater, Alter. Komm her, Mann, Junge. Ich schwör's dir, ich hau dir so auf die Neune. Wenn du Jimmy nur anfasst. Schrank geht auf. Safe Place, das war's. Bruder, das war ja mal... Bro, was? Muss sagen, das war schon ein bisschen sad, also... Wenn der Vater herkommt, Digga. Trau dich nur her, Alter. Vater von Jimmy, Alter. Ich hab mein Gürtel bereit. Trau dich. Nein, Mann, aber Spaß beiseite, Leute. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, egal ob zu Hause, egal wo, redet mit jemandem drüber, ja? Sucht euch eine Person, keine Ahnung, die ihr vertraut, euren besten Freund, eure Eltern, was auch immer. Und wenn nicht, ich komme mit meinem Gürtel vorbei. Ich werde alles für euch regeln. Alles klärchen. So, Ringling College of Art Design. A film by Hannah Lee. Jetzt bin ich mal gespannt, Hannah Lee. Barely there, was so viel bedeutet wie ich bin fast da. Okay. The sun woke me up. Okay, wir haben ein Baby-Eisbär, der aufgeweckt wurde von der Sonne. Oh mein Gott, wie der schaut. Baby-Eisbär, komm zu mir, Bro. Komm zu mir, Bro. Er läuft über die Eisfläche. Und was sucht er? Er ist am Suchen, Leute, aber ich weiß nicht so ganz was. Alter, sieht der süß aus. Junge, komm bitte her. Ich adoptiere dich, Bruder. Ich adoptiere dich. Ich kümmere mich um dich. Ey, Digga, ich will... Okay. Oh mein Gott, jetzt kommt... Digga, nein, jetzt kommt ein Jäger oder was? Bruder, ich schwör's dir. Jäger, ich hab meinen Gürtel bereit. Ich weiß, du hast eine Waffe, aber mir so egal. Wenn du meinem Baby-Eisbär was tust, Digga, ich klopp dich. Then the snow gave me hin. Er sucht, glaube ich... Ich glaube, er sucht seine Mutter. Kann das sein? Und verfolgt die Fußabdrücke von seiner Mom oder von seinem Dad. Irgendwie einen auf den, glaube ich. Er schwimmt jetzt mit einer Eisplatte über das Eis, hat etwas gesichtet. Ist es seine Mutter? Nein, das ist nicht der Jäger, oder? Oh mein Gott. Jäger, komm her, Bruder. Ich, Alter. Junge, geh doch nicht auf das Baby. Lackschuh, was bist du für ein Untermensch? Doch nicht auf ein Baby-Eisbär. Was ein Untermensch. Zum Glück hat er kein Aim, Alter. Zum Glück ist er komplett lost. Du Untermensch. Ja, besser ist es, Digga. Besser ist es. Bitte geh unter. Besser ist es, Digga. Ja, komm. So ist es recht, Digga. Applaus, Alter. Ey, aber das ist ja Happy End. Ich weiß es gar nicht. Der Boy geht jetzt aufs Schneemobil, oder was? Digga, fahr rum, Alter. Er sucht... Oder er geht der Spur hinterher und hat jetzt eine Hütte gefunden. Geht rein. Schnuppert. Er guckt. Er lächelt. Er hat seine Mom gefunden.
Digga, Happy End, Alter, let's go, Baby! Was für zornige Animation, Bro! Oh mein, okay, oh mein Gott. The sun woke me up. But you weren't there. Ach du heilige Scheiße. Digga, ich komm gar nicht klar. Ich war so ready für das Happy End. Leute, ich war so unnormal ready für das Happy End, ne? Ich sehe so, dieser kleine Eisbär läuft rein. Ich sehe so die Mom und sonstiges. Auf einmal check ich, das ist einfach nur ein Teppich. Der Jäger hat diese Mom zu einem Teppich gemacht. Alter Schwede. Untermensch, Bruder. Untermensch. Aber ich muss ehrlich sagen, auch so Jacken und sonstiges, die so echt Fell benutzen und so. Ich feiere das überhaupt nicht, Leute. Geht gar nicht klar. Absolut würde ich nie tragen, würde ich mir nie kaufen. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, macht das auch nicht, Leute. Denkt an die Tiere, Alter. Denkt. Schaut euch einfach die Animation an. Schaut euch den kleinen Bär an. Ich meine, Leute, was hat euch dieser Babybär getan? Nichts. Ich bin Team Eisbär. Ich habe leider kein Schild, aber jeder, der es mit dem Eisbär auf sich nehmen will, Alter, ihr müsst erst durch mich durch, Alter. Boah, Leute, Alter. Okay, wir machen kleine Abstimmung, ja? Seid ihr bis jetzt traurig oder seid ihr nicht traurig, Alter? Stimmt mal ab hier. Ja oder nein? Ja, wenn ihr traurig seid. Nein, wenn ihr nicht traurig seid. Also, ich muss sagen, ich bin gerade schon ein bisschen zu Ja hingezogen, ne? Aber es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Die nächste Animation heißt nämlich das Waisenhaus. Und oh mein Gott, Digga. Hier steht sogar im Titel, du wirst weinen, nachdem du es angeschaut hast. Bruder, dafür bin ich nicht ready. Let's go. Anja, okay. Jetzt gucken wir mal. Ist das die Anja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht so ganz, was auf uns zukommt, Leute. Wir haben auf jeden Fall hier ein kleines Mädchen. In Russland 1996. Okay. Schauen wir mal, was die kleine Anja vorhat. Ich glaube, Anja heißt die. Ich bin mir nicht sicher, Alter. Wenn nicht, nenne ich dich einfach Jimmy, okay? Alles gut. So, dieses Mädchen läuft, glaube ich, auf das Waisenhaus zu. Ja, Waisenhaus steht hier auf Russisch. Und jetzt geht sie da hinein. Alles leer. Niemand da. Okay, Anja. Sie malt irgendwas auf die Scheibe, schreibt Mama. Oh. Als ob die ganz alleine da drin ist, ey. Digga, wie alt ist die? 4 Jahre, Alter, und chillt alleine in einem Waisenhaus ohne irgendwelche Erwachsenen oder so? Ich check ja gar nichts. Okay, Tag für Tag vergeht. Das arme Mädchen ist immer noch komplett alleine. Die Lichter gehen aus. Sie ist da in der Decke eingewickelt. Alter, wie schaut. Oh! Was ist das? Ein Plüschtier. Anja, was machst du? Wo ist deine Mom? Du kannst doch nicht mit 4 Jahren alleine irgendwo in einem Haus chillen. Was geht ab mit dir? Sie hat immer noch ein Kuscheltier hier. Sind das jetzt lauter verschiedene Kuscheltiere, die sie gerade findet? Ich weiß nicht so ganz. Sie spielt mit dem Kuscheltier. Sie kuschelt damit. Versteckt sich unter der Decke. Und... Privat. Okay, ich habe keine Ahnung, was das heißt, Bruder. Aber das klang schon lustig. Privat. Okay, komm, nein, Leute. Privat, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ne, ich würde es gerne googeln, aber ich weiß eh nicht, wie man das schreibt, Alter. So, die läuft immer noch alleine in diesem Waisenhaus herum. Was machst du da? Wieso bist du alleine? Die hat doch nichts zu essen, zu trinken. Die hat gar nichts. Was geht ab, Alter? Ich check gar nichts. Gar nichts, checky, Alter. Die setzt sich jetzt an einen Schultisch. Anja steht auf diesem Rucksack. Also sie müsste Anja sein. Oder ihre Mom ist Anja? Plot-Twist, Alter. Ich habe jetzt schon das ganze Rätsel hier aufgedeckt. Sie hat irgendeinen Schrank hier, sieht irgendein Kleidungsstück, sie läuft drumherum. Ah, wir haben endlich wen anders. Da ist ein kleiner Boy. Der... Ist das... seine Mom? Ich check gar nichts, Alter. Sie hat immer noch ihr Kuscheltier. Und stupst jetzt die Mutter an und läuft weg. Ich check gar nichts, Alter. Jetzt ist die... das Mädchen mit der Mutter zusammen und kuschelt. Die Mutter lernt jetzt irgendwie, die bringt ja was bei. Sie hat einen neuen Mom gefunden, oder was? Digga, das sieht schon wieder nach einem Happy End aus, Alter. Ich check's nicht. Sie lernt schreiben, sie lernt malen. Also ist doch voll süß, oder? Sie lernt am PC zu schreiben. My name is Anja. Also mein Name ist Anja, sagt sie. Sie tut jetzt weißeln. Okay, blaue Wand. Aha, läuft jetzt durch. Hat Freunde gefunden. Ist jetzt schon älter geworden. Okay, sie hat jetzt das Ding abgeschlossen, oder wie? Jetzt geht sie aus dem Waisenhaus raus. Und was nun? Geht in die Fußstapfen vom Schnee. Und jetzt sind wir beim heutigen Tag angekommen. Und die sitzt in einem Haus. Hat hier überall Bilder hängen. Und hat ihr eigenes Kind, oder was? Aber keinen Mann, oder wie? Digga, ich check gar nichts. Legt jetzt das Kuscheltier zu dem kleinen Kind hin. Ich check gar nichts. Digga, ich blick's nicht. Dream big, little one, steht jetzt wieder dran. Mama. Sie wollte Mama werden, oder was? Und deswegen
Hat sie Mama an die Scheibe geschrieben oder was? Ich check's nicht. War das Happy? Happy End? Ich bin überfordert. Also, Spaghetti? Ich glaube, wir haben die Challenge überstanden, Alter. Erste Animation war ein bisschen traurig und so, Realtalk-mäßig. Zweite Animation, Alter, ich war schon echt sad. Und die dritte Animation, ja, die hat klassisch Marki, wie er halt ist, hat er mal wieder nicht gecheckt. Deswegen, Ladies and Gentlemen, würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt auch kostenlos abonnieren. Ich bin immer für euch da, Mann. Immer am Start, Mann. Deswegen kostenlos abonnieren. Let's go. Viel Spaß. Schaut uns das letzte Video an. Hier, falls ich es noch nicht gesagt habe, hier geht es um, ich hab's vergessen. Ach, ihr müsst zweimal hinschauen, um es zu verstehen. Ihr checkt es jetzt schon nicht, ne? Ich merk schon. Klickt drauf, schaut es euch an. Auf Wiedersehen. Tschüss.